Leute, ihr werdet es nicht glauben. Wir haben Brandon gefunden. Oh ja. Hallo, willkommen hier zum Let's Play auf dem Channel Order of Gamers. Hey. Ja, willkommen, 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 willkommen. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen hängen geblieben, weil das Spiel so schlimm ist. Oh ja. Ja. Brandon ist dir übrigens ganz zufällig jetzt gerade hier auf dem Weg zur Taverne entgegengekommen, weil wir auf jeden Fall die komplette Lösung nochmal konsultiert haben. Und die ist überzeugt, Brandon hier anzutreffen. Wir tun es. Ja. Und du sollst ihn auf seinen Ruhestandsplan, müsstest du ihn ansprechen. Ja, sprechen wir über euren Ruhestandsplan. Also, habt ihr das Tenebrium gefunden? Ein großartiges Gefühl, den Trollkönig besiegt zu haben, nicht wahr? Wir haben ihn ja nicht gefunden. Ja. Übergeht das verfallene Zeug und ihr werdet in jedes verdammte Geheimnis eingeweiht, das dieser Ort hortet. Okay. Ja, von mir aus schon. Also das Ding ist halt, die haben auch in der Komplettung so darauf hingewiesen, dass das im Tempel gefundene Tenebrium-Schwert dann auch verwendbar sein wird, für wenn wir diese Fähigkeit haben. Ich hätte nur keine Ahnung, wir haben unterwegs kein Schwert gefunden, oder? Weiß ich nicht genau. Vielleicht schon. Ich muss mal in meinem Inventar gucken. Ja, also das wollte ich nur mal anmerken. Vielleicht haben wir tatsächlich ja schon eine Tenebrium-Waffe. Ja. Wenn wir die Geheimnisse wissen... Von mir aus schon. Also das Ding ist halt so, also das Ding ist, wir haben das Tenebrium extra dafür geholt und dann soll er uns meinetwegen die Geheimnisse von Silvertal erzählen, ja, oder? Also ich hoffe, er wird halt nicht krank dadurch. Moment, mir fällt gerade auf, ich überlege gerade, ob es das wert ist. Es gibt zwei Bronzetrophäen, und zwar, dass wir es uns für uns selbst behalten oder dass wir es weggeben. Aber ich weiß nicht, möchtest ob wir das du letzte noch Mal hier... Ach so, Mist, wir sind schon im Gruppendialog. Ja, ich weiß nicht, haben ob wir wir das davor letzte Mal... gespeichert? Das weiß ich nicht, leider. Sonst hätte man ja erstmal ihm das Tenebrio vorenthalten können. Ich speichere hier einfach. Wir enthalten es ihm vor. Ja. Dann gehen wir zurück, bekommen dadurch die Trophäen. Mhm. Und dann geben wir es ihm und bekommen ja wieder eine Trophäe. Ja, weil ich glaube, ich würde damit mitgehen, ihm das Tenebrium an sich zu ja geben. Aber, wie ihr euch alle denken könnt, Leute, die werden wir kein zweites Mal spielen. Ja. So, genau. Ich hoffe, das funktioniert dann auch, wenn wir auf Schnellladen drücken, dass er uns auch hierher wirft. Und wenn nicht, dann vielleicht vor dem Gruppendialog. Mein Gott. Okay. Genau, wir schätzen sich mal ein wenig Geld. Dies könnte... Nee, Quatsch, wir wollen es behalten, ne? Ja. Genau. Ein guter Plan. Wir werden die reichsten Quelljäger in ganz Rivellon sein. Was meint ihr damit? Ihr konntet es nicht finden. Die alte Speckrübe... König Gungi hat sich als zu stark für euch erwiesen. Was? Pah, zur Hölle mit all dem. Brandon ist das Leiden dieser Gruppe auf ein Wunder zu warten. Ja. Ja. Willst du schnell laden? Bestimmt, ja. Das Gespräch ist ja also, damit vorbei. Wir haben auch, also, man kann ja auch mal gucken. Wir haben jetzt 6000 EP bekommen. Ah, ich glaube, die werden gleich bleiben. Wir haben aber materialistisch bekommen, ja, dafür, dass wir es behalten. Mal gucken, was wir... Wir müssen ja auch was anderes in die andere Richtung bekommen. Bis ja gleich. Alright, hier sind wir wieder zurück im Gruppendialog. Ja. Hat geklappt. Wunderbar. Es wird Zeit, Brandon das Tenebrium zu geben und die Geheimnisse von Silvertal zu lüften. Ganz genau. Ich möchte auf jeden Fall wissen, was Brandon zu sagen hat. Spirituell bekommen wir. Blutschein. Okay. Alles klar. Du hast den Blutscheinkäfig von mir über die magische Tasche genommen. Okay. Donnerwetter. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Nun bin ich an der Reihe, etwas für euch zu tun. Ich werde für euch das nicht ganz so kleine Geheimnis dieser Mine lüften. Ja, alles da, dann lass uns mal loslegen. Ja. Aber interessant, dass wir dafür jetzt keine Erfahrung bekommen haben. Stimmt, wir haben keine Erfahrungspunkte bekommen. Asozial. Das ist ja fies. Okay, ja, okay, dann lass dir mal die Geheimnisse erklären. Ach, ja, jetzt. Okay. Okay. Ah, stimmt, sehr jetzt, schön. Da ist auch die Trophäe, ne? Da ich haben hatte wir schon ein bisschen Angst. Genau, wunderschön. zunächst einmal wisst ihr bereits, dass es sich hier um unbeständiges Material handelt. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, ist die Tatsache, dass man es so behandeln kann, dass das Auftreten seiner negativen Effekte vermindert oder sogar verhindert werden kann. Man muss nur wissen, wie man es anstellt. Hier, ich zeige es euch. Hohoho. Und wenn ihr je nach vollständiger Heilung sucht, werde ich einen Besuch der Kapelle der Makellosen empfehlen. Nickt euch dann durch ihre kleinen Predigten und sie geben euch Zugriff auf ein besonderes Mineral, das sogar den schlimmsten Fall von Fäulnis heilen kann. Das ist natürlich eine Menge nützlicher Informationen, aber das wirkliche Geheimnis kommt noch. Lawrence, der Typ von der Bergarbeitergilde, bestellt Dutzende Männer, um aus diesen Minen hier Tenebrium zu extrahieren. Wohl wissend, dass er sie genauso gut in ihren Tod schicken kann. Lasttiere nannte er die Minenarbeiter. Und er sagte, dass die Gilde mehr Gewinn erzielen könnte, wenn die Männer arbeiten würden, als sei der Teufel hinterher, bevor sich die Fäulnis ausbreiten könnte. Ich habe hier einen Brief von der Minenarbeitergilde
an Herrn Lawrence persönlich, der all meine Behauptungen belegt. Ihr könnt das von meiner Seite Ding haben. Ich habe das Geheimnis lange genug mit mir herumgetragen. Hier nehmt es schon. Okay, jetzt hätten wir den Beweis tatsächlich dafür, dass Lawrence das Arschloch ist, das er ist. Aber er ist tot. Und ich finde, gerechtfertigt, denn es ist ja rausgekommen. Ne? Und Nadia war auch zufrieden damit. Also, ich würde sagen... Stimmt, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Ich habe kurz mit ihr gequatscht und es hat... Also, sie hätte ihn gerne selber umgebracht, aber... Aber sie war zufrieden. Ne? Ja. Also, nichts wie ihren hier... Ah, er hat Vorschnecke gehandelt. Ah, ja, weitere Fragen, falls er noch irgendwas... Ich glaube, das hätten wir, wenn dann, alles schon von ihm gehört. Nun, ich ziehe mit meinem ordentlichen Vermögen in der Tasche von dannen. Hehe, lebt wohl, Quendiger. Und auf Nimmerwiedersehen, Silbertal. Und da rennt er. Da rennt er weg. Ich glaube, wir haben die Barren in diesen Blutsteinkäfig getan. Weil ich habe nochmal auch in der komplette Sonne auch nochmal nachgelesen, da hatten sie gesagt, er gibt uns einen Gegenstand, mit dem wir das lagern können. Ach so, und aber ich brauchte das ja nicht. Hä? Bei mir lag das in meinem Inventar. Ah. Ich brauchte das ja nicht. Ja, das kann sein. Weil ja, ich ja schon Tenebrium tragen kann. Also entweder hat die Möglichkeit, das so schon zu umgehen oder ja. Nein, wir dürfen nochmal neu laden. Wieso? Siehst du das hier? Aus irgendeinem Grund meinte er, ich höre dir immer noch zu, aber es ist kein Gespräch mehr da. Ich kann zwar auf das hier alles gehen. Warte mal, was ist denn los? Anspreche? Wieso kommt Kianyu nicht mehr raus? Was soll denn das? Ey, dieses Spiel ist doch hundeblöd. Es ist so dämlich. Ich kann dich nicht mal ansprechen. Er ist jetzt auf ewig da festgesteinert. Weil, warte mal, wir können es einfach teleportieren. Vielleicht behebt das schon das Problem. Sagen, das könnte ja schon das Problem beheben. Gehen wir sowieso mal direkt nach Heiligenstein jetzt. Das ist ja eh der nächste Punkt, wo wir eigentlich hin müssen für die... Ich wollte vorher eigentlich noch Sachen verkaufen. Ah, nee, wir müssen ein anderes Gebiet. Ich würde es gerne jetzt machen, weil ich kann uns nichts machen oder verkaufen oder so, weil sonst bewegt sich Kenyu halt nicht vom Fleck. Also müssen wir kurz woanders hin. Ich teleportiere uns mal nach Saisil. Ja. Geil. Wir können uns nicht in ein anderes Gebiet teleportieren, weil unser Gefährte in einem Gespräch ist. Aus dem er ja nicht mehr rauskommt. Ja, super, wir dürfen noch mal neu laden. Hey, das ist ein tolles Spiel. Ein Glück haben wir vor dem Gespräch schnell gespeichert. Bis gleich, Leute. So, wir starten mal einen neuen Versuch. Ja, geben wir ihm. Genau. Oh, oh. Okay, dann machen wir jetzt einmal, ich bin mal weg. Oder nee, erzählt... Ja, doch, geh erstmal weg. Ist immer noch ich hasse drin. Dieses Spiel. Das ist doch nicht möglich! Das ist doch nicht möglich! Dieser Fehler wiederholt sich jetzt einfach anscheinend. Geil! Super toll! Ey, Leute, ich kann mich nicht bewegen. Es geht einfach gar nicht. Ich bin einfach festgehangen. Ich kann meinen Charakter aus irgendeinem Grund nicht mehr bewegen. Es ist anscheinend aus irgendeinem Grund das größte Problem für das Spiel. Diese simple Kacke... aus den 80% des Spiels zu besteht, vernünftig abzuhandeln. Das kann doch nicht sein, Alter. Vielleicht, wenn ich jetzt hier rausgehe, vielleicht geht's dann. Das Ding ist, das Fenster bei mir fehlt ja auch. Eigentlich kommt bei mir das Fenster nach wie vor, dass wir ihn zuhören. Weil ich ja mitlausche. Nee. Super, wir dürfen also da vorladen und gucken, wo ich jetzt das letzte Mal gespeichert hatte. Geil! Okay, hattest du... Das war, nachdem wir ihn getötet haben. Nee, das war bevor wir ihn getötet haben. Er steht hier noch. Achtung, er steht hier noch. Gut, dann lass uns gerne davor zu Brandon gehen. Ja. Und dann dürfen wir mit den Beweisen zu ihm gehen und dann können wir ihn danach töten. Ja. Weil es gibt ja immer noch 1500 Punkte. Hoffentlich. Nee, das ist der Grauhaarige dort, ne? Ja. Du bist, glaube ich, gerade an ihm vorbei. Der hier ist es, ne? Nee, das ist nur ein Minenarbeiter. Wo ist er denn jetzt? Oh, nö! Hier. Ja, okay. So. Reden wir über einen Ruhestandsplan. Ja, es ist Zeit, Brandon das Tenebrium zu geben. Ja. Erzählt mir eure Geheimnisse. Aus irgendeinem Grund haben wir jetzt auch 9600 Erfahrungspunkte bekommen. Okay, tschüss. Warte, weitere... Achso. Hattest du ihn gefragt wegen dem Tenebrium direkt? Ich glaube schon, oder? Gehen wir einmal jetzt zu ihm nach oben.
Warte, wir können einfach gucken, ob wir den im Inventar haben, den Brief, ne? Oh, oh, oh. Brief aus dem Minenbüro, ja. An die Silbertaler Niederlassung der Bergarbeitergilde von Rivellon. Wir haben euren Brief erhalten und mit Interesse gelesen, dass in den Bergen von Locula Tenebrium gefunden wurde. Mit ebenso großem Interesse und nicht wenig Skepsis lassen wir auch von den Nebenwirkungen bei den Bergarbeitern, wenn sie, wie ihr es ausdrückt, dem Tenebrium im Übermaß ausgesetzt werden. Da eine mögliche Verbindung zwischen Tenebrium und dieser sogenannten Fäulnis erst noch durch eine medizinische oder legislative Autorität bestätigt werden muss, besteht die Bergarbeitergilde von Rivellon darauf, dass ihr den Betrieb in Silbertal fortführt. Zudem fordert die Gilde, dass ihr es künftig unterlasst, mögliche Bergarbeiter über solch unbegründete Verdachtsfälle zu informieren und dass ihr mehr Arbeiter einstellt, um den Abbau von Tenebrium voranzutreiben. Sämtliches Tenebrium ist umgehend an das Hauptquartier der Gilde zu liefern. Es ist bereits Jahrhunderte her, dass in Rivellon Tenebrium gefunden wurde, und ihr könnt euch darauf verlassen, Lawrence, dass euer Anteil an den unfassbar hohen Gewinn mehr als gerecht ausfallen wird. Folgebereitschaft war schon immer eure größte Tugend. Lasst euren guten Ruf nicht von ein paar Idioten mit Schnupfen besudeln. So, Lawrence. Ich habe die Wahrheit darüber erfahren, wie ihr die Minenarbeiter arbeiten lasst, trotz eures Wissens über die Fäulnis, um einen Gewinn für die Minenarbeitergilde rauszuschlagen. Ja. Aber, euer Gnaden, ich würde niemals... Ach, alles geht die Bach herunter. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, ja, das Spiel ist also aus, richtig? Warum sollte ich diese zurückgebliebenen Tölpel denn nicht Tenebrium abbauen lassen? Ich habe sie gut bezahlt und wenn sie krank werden, ist das einzig und allein ihre eigene Schuld. Ich habe immer noch Lust, den zu töten. Ein Vorschlag. Wir behalten diese kleine Sache für uns und ich werde euch dafür entlohnen. Wie wäre es mit 1000 Goldstücken? Das ist doch ziemlich viel Gold für ein wenig Schweigen. Ich möchte ihn noch lieber töten. Ja. 1000 Gold ist halt nun wirklich nicht geil. So viel Gold für eine solch kleine Bitte? Wir sind dabei. Lawrence Verbrechen ist Mord. Kein Geld der Welt kann ihn von den Schulden entlassen. Ja, Lawrence hat recht, wisst ihr. Die Minenarbeiter wurden für ihr Risiko bezahlt, auf keinen Fall. Keiner hat sie gezwungen, die Arbeit anzunehmen. Auf jeden Fall schon. Wir können selbst diese Gabe annehmen und weiterziehen. Einfach, ja, in der Tat. Diese freie Marktwirtschaft muss wirklich kontrolliert werden. Oh nein, seine Sympathie für mich ist gesunken. Nun ja, nun, ihr könnt ja ruhig den Heiligen spielen. Nicht allen steht dieses Privileg zu. In der Geschäftswelt kämpft jeder gegen jeden. Auch wenn ihr das auf eurer kleinen Quellenjägerakademie sicherlich nicht gelernt habt. Okay, dann machen wir nochmal die Tür zu. Und dann töte ich ihn jetzt. Weil es gibt vielleicht auch wieder Erfahrungspunkte dafür. Und dann können wir uns auch wieder so ins Stuff greifen. Jawohl, jetzt haben wir sogar mehr bekommen. Ja. Ne, weil wir nochmal darauf anspringen können. Mensch, super. Sammeln wir hier die Pfeile und so völlig ein. Sehr schön. 30 Pfeile, ey. Und nochmal ein Bogen. Aber ich nehme an, der ist nicht identifiziert, weil er nur als Bogen-Zweihandkampfwaffe bezeichnet hat. Und ich bin ja auch gerade mehr auf der Armbrust unterwegs. Ja. Ah, ich habe wieder mal diese Albtraumgranate gefunden, obwohl beide mal dafür das Glück getriggert worden ist. Huh. Sehr interesting. Tour hast du? Ja. Seine Leiche auch, wenn das geht? Geht nicht. Okay. Nicht. Super, dann kommen wir jetzt nochmal zu Nadja. Dann seht ihr das auch. Jawohl, ne? Hier alles gewollt, alles gewollt. Ach ne, hier oben. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich da so der Fan von bin, dass wir durch diese überhaupt nicht zusammenhängende Quest den entscheidenden Beweis dafür bekommen haben, dass das Lawrence wirklich scheiße ist. Und das die einzige Möglichkeit war, um irgendwie an sowas zu kommen, ne? Das war die einzige Möglichkeit. Es gab nichts anderes. Ja, genau. Dua Salotoschen, Quellenjäger, was ich können für euch tun? Genau, ihr benötigt also die Hilfe, um zu beweisen, dass Lawrence die Minenarbeiter bewusst dazu ermutigte, Tenebrium abzubauen. Ja, okay, wir haben die Beweise anstelle jetzt im Schnellraffer mitgeteilt. Zeitraffer. Also ist der Zar der Würmer tot? Ich gerne selbst den Todesstein geworfen, aber ich glaube, Zalmoxis werden ihn an Fingernägeln im nächsten Leben aufhängen. Danke für eure Hilfe. Okay, wow, keine Erfahrungspunkte. Ich dachte, es gäbe welche. Asozial, das heißt, wir haben quasi nichts für ihre Quest bekommen. Hm. Ob wir doch was bekommen hätten, wenn wir ihn nicht getötet hätten, sondern damit zu ihr gegangen wären? Vielleicht. Ja, ich probiere es aber nicht aus. Wartest du kurz? Ich möchte Jahan gerne heilen. Er muss kurz hierher kommen. Jetzt sehe ich es gerade die ganze Zeit. Du stehen, Junge. So, jetzt sind wir auch wieder fit. Okay, dann wäre jetzt ja wirklich der nächste Punkt, zu gucken, wie wir oben durch diese Brücke durchkommen, oder? Ja.
Aber speicher bitte mal nochmal und ich würde gerne jetzt erstmal noch ein bisschen Stuff verkaufen, aber das müsst ihr ja nicht sehen. Das stimmt, da hast du recht. So, weiter geht's, Leute. Wir haben nochmal die. Genau, du zeigst die Karte, wunderbar. Wir haben nochmal die Lösung konsultiert. Und die sagten, wir sollten jetzt diese Quest weiterverfolgen mit der Initiation in die Unheiligen. Nee, die Unheiligen? Doch, die Unheiligen heißen sie, ne? Oder wie heißen sie? Ich weiß es nicht. Genau, da sollen wir in diese Höhle rein. Da waren wir bestimmt vor 20, 30 Teilen schon mal drin und sind nicht gerade weit gekommen. Und jetzt scheint wohl der Moment zu sein, an dem wir hier weiter müssen. Diese Statuen sollen uns wohl, genau, die sollen uns wohl Prüfungen geben. Stimmt, ich meine, die haben uns damals gesagt, glaube ich, gesagt, dass es noch nicht unser Zeitpunkt ist, irgendwie, Ja. ne? Willkommen im Korridor des Verderbens, Eingeweihte. Hier beginnt das Vorspiel der Läuterung. Geht weiter, nehmt an, was auf euch zukommt. Genau, und nicht wundern, ich habe auch schon mal nachgeguckt und die werden uns wohl ein bisschen mit Fäulnis infizieren. Aber es wird wohl recht schnell eine Möglichkeit geben, die direkt wieder loszuwerden. Genau, hier müssen wir, glaube ich, durch. Das ist dann Fäulnis. Da können wir nichts anderes machen, da müssen wir einfach durch. Wenn ich Okay. das richtig verstanden habe. Lass uns ruhig nochmal schnell speichern. Wir kennen das Spiel ja, ne? Und hier ist auch noch mal ein Teleporter. Genau, da müssen wir dann wohl irgendwie rumkommen. Und ich nehme an, das hier wird dann halt vermutlich eine Abkürzung nach draußen sein, dass das dann hier einfach freischaltbar so ist oder so. Ja. Und, Ja, werden wir sehen. ja, ne, ich bin gespannt. Da ist das Speichern Ich auch. erfolgreich. Oh, es hat auch hier aufgehört, sehe ich gerade. Aber wer weiß, wie lange. Ja, stimmt, ne? Oh, vielleicht. Oh ja, es triggert sich wohl. Der Stein ist schwarz wie die Nacht. Oh, ist abgeschlossen. Du musst es versuchen zu öffnen. Oh, super. Oh, Okay, Fäulnis plus jetzt. eins. Ich fühle Okay, mich aber du gar hast nicht direkt gut. aufgekommen, ey. Geile Sache. Willkommen in der Kammer der Lasten, Eingeweihte. Nur diejenigen, die die Lasten des Wissens im Gleichgewicht halten können, werden die Mauern des Unwissens vor ihren Augen verschwinden sehen. Oh, hier ist eine Mine. Ups. Die lag direkt hier. Ich gucke mal dazu ins Tagebuch, was er uns dazu sagt. Bei der ersten Prüfung geht es um Gewicht und Gleichgewicht. Okay. Vorsicht fallen. Vielleicht geht es darum, wir sollen einfach möglichst den Fallen ausweichen, beziehungsweise sie entschärfen und halt nicht dabei Vielleicht. sterben. Vielleicht. Vorne ist auf jeden Fall noch eine Falle, die habe ich schon gesehen. Wo geht's hier lang? Ich glaube gar nicht, oder? Ah, das geht da hoch, okay. Das sah eigentlich so total verschüttet aus. Unten sind auf jeden Fall ein paar Fallen. Da müsste, glaube ich, auch alles sein, oder? Nee. Der Boden hat nur geglitzert. War, glaube ich, eine Pfütze oder sowas. Vorsicht, ich habe eine Falle entdeckt. Jahan, Dort. doch, dort. Ja, da ist einer. Da ist ein Hebel. Wo? Hier ein Knopf. Soll ich den Oh ja. drücken? Klar, warum nicht? Okay, irgendwas. Es hat, glaube ich, kurz vibriert. Hier scheint nichts zu sein. Aber Maduro hat oben bei dir eine Falle Ja, entdeckt. das ist korrekt. Das kann anscheinend jeder, nur ich nicht. Ich frage mich, wie das funktioniert mit dem Fallen entdecken. Wird das jeden Schritt berechnet, ob man die Falle entdeckt oder nicht? Hier geht's, glaube ich, rein. Hier ist ein Buch der Makellosen und ein Chaos herrscht auf Revelon. Ich nehme an, das haben wir vielleicht mit dem Knopf gerade geöffnet. Aha. Also hier ist auf jeden Fall, sieht es nicht nach einer Falle aus. Warnung. Okay, aufheben. Vor was warnst du Was uns, anderes finde ich jetzt nicht Inventar? so wichtig, dass ich das extra lese, aber da ist es. Warnung. Ah, okay. Hilfreich. Wir werden diesen Kerker Lauf. niemals lebend verlassen. Das klingt doch schön, oder? Das müsste ein.
sichern? Ja, das Ding sieht aus wie eine Mine oder sowas, ne? Ja. Kannst du was raufstellen? Wie eine Trittfalle sieht's halt aus. Bewegen. Hier oben ist auch so eine große Fläche. Oh, plus 200%. Okay, aber oh, was? Ja, das macht Sinn. Das war doch was, das Gewicht und... Ja, stimmt. Okay. Dann vielleicht hier diese große. Genau. Okay. Wo haben wir noch sowas? Da oben. Ach, dort, ja. So, bewegen. Ah, vielleicht muss man immer 100% erreichen. Das könnte sein, aber es hat schon, da hat extra gestanden, dass es Klick gemacht hat, ne? Ist ja die Frage, was willst du denn, weil hier hat er bei mir jetzt was gesagt, 60%, ja, ne? Prozent nach wie vor. Vielleicht ich bewege mal das Ding hier weg und stelle hier so eine zerbrochene Vase rauf. Ja. Vielleicht ist das ja... Ah ne, er hat ja eigentlich weniger gesagt, ne? Ja, egal, ich versuch's trotzdem dann mal damit. Was anderes finden. Ja, er bleibt aber auch hier bei 60%. Und wenn ich raufgehe? Nee, auch bei 200%. Das ist sehr strange. Was ist das denn für ein Rätsel? Ich hole mal eine von diesen kleineren 200. Vasen hier. Ist die vielleicht kleiner? Immer noch 60%. Ach Quatsch, das ist ja auch wieder eine schmalere Vase, ich Depp. Ich denke, die ganze Zeit ist es zu schwer, nee. Okay, was kann man da raufstellen? Vielleicht musst du dir so eine. Vielleicht musst du dir so eine Vase holen. Ja, okay, mach ich mal. Ich geh mal da hin, weil ich habe keine andere gesehen. Also hier muss was wirklich ganz Leichtes ran. Vielleicht so eine zerbrochene Vase. Fahrt blockiert. Er hat immer noch 60%. Oh, was ist denn das für ein Rätsel? Also, weil das Ding ist, das würde doch locker mehr wiegen als das andere. Raff ich nicht. Was soll da denn drauf? Hier kamen wir her, oder? Nee, wir kamen, wo ich bin, her. Okay, ich versuche mich mal hier voranzuschleichen. Du hast ja Madora dabei, sollte genau. An sich... Hier sind dann auch Fässer. Könnte man... Schweres Fass? Ah, ja. Okay, das wird jetzt... extra so genannt. Es könnte ja sein, dass das die Lösung für meins zumindest schon mal ist. Ich kann mir jetzt gerade schwer vorstellen, dass dieses Fass einfach schwerer ist als diese dicke Vase hier aus, was weiß ich, Keramik oder so. Prozent. Okay. Das ist gut. Dann fehlt jetzt nur noch das bei dir, ne? Das andere hat er direkt 100 gesagt, oder? Bei dem einen nicht. Bei dem kleinen hier? Bei dem kleinen habe ich es gerade runtergemacht, weil da war 200%. Oh, okay. Was könntest du... Es muss ja aus diesem Raum stammen. Ne? Es kann ja nicht irgendwas komplett anderes sein. Es muss ja irgendwo hierher kommen. Vielleicht hier... Kann ich Kerzen bewegen? Ja. 200%. Willst du die mal kurz runternehmen? Dann versuch's mal mit diesen Kerzen hier. Wer weiß, vielleicht ist es das. Oh, ja, nice. Dann ist hier oben noch eins, was auch zu heftig ist. Warte. Auf wie viel war das? Da habe ich auch, glaube ich, gerade 200% gehabt oder so. Vielleicht auch nochmal so eine Kerze? Oder sind das alles unterschiedliche Sachen, die man vielleicht drauflegen muss? Ich kann sagen, das war ein bisschen anders von der Größe her, ne?
Du kannst natürlich auf jeden Fall erstmal mit der Kerze probieren, das kann natürlich auch sein. Jetzt gucke ich mich auch nochmal hier um irgendwie. Ja, sonst hat wirklich vielleicht die Kerze, ne? Ah, oh, die Geisterkerze. 50%. Können wir da zwei Kerzen raufklatschen? Ich gehe noch mal hoch, wo sie stand. Vielleicht war da ja irgendwas. Nee. So eine Vase. Haha! Das hat geklappt. Okay. Dann müssten ja jetzt ja diese Barrieren dort alle verschwunden sein. Lass mich einmal das Spiel speichern. Ja, ich würde auch nochmal mit der Ratte vielleicht sprechen. Vielleicht. Oh ja, die Ratte, sprich sie an. Die Freundin ist ziemlich schrecklich, aber ich habe gesehen, wie Brandon Tenebrium abgebaut hat, ohne dass sich auch nur sein kleiner Zeh infizierte. Ja, okay. Das ist jetzt auch nichts Neues mehr irgendwie. Das wäre jetzt der Tipp gewesen, vermutlich, dass wir Brandon mal ansprechen sollen. Aber gut. Dann weiter geht's, würde ich sagen. Hier warst du, ne? Ja. Da war nochmal ein anderes, weiteres Ding. Und tatsächlich sind jetzt sämtliche dieser blauen Barrieren weg, die manchmal welche sind, durch die man gehen kann, manchmal wiederum nicht. Wir haben es nicht ausprobiert, aber ich schätze, jetzt hätten wir nicht durchgehen können. Prüfungsstatue. Willkommen in der Halle der Wachsamkeit, Eingeweihte. Beobachtet, seid Zeuge oder trotz den beißenden Schatten des Versagens. Okay. Die zweite Prüfung ist eine Prüfung der Beobachtungsgabe. Oh, Junge. Das ist auf jeden Fall ein Hebel, glaube ich. Das sieht jedenfalls so aus. Hier ist eine Truhe. Tür. Aber die geht's wow. Nicht. Mann, ist das wertvoller Stuff. Hier ist auch eine Tür. Eine Tür. Schlossstufe 1 steht hier sogar nur. Könnte man also einfach nur aufknacken. Schätze ich jetzt mal. Hier ist auch noch eine Ratte, die hier rumrennt. Ah ja, hier sind drei Hebel. Und hier ist ein einziger. Ein verzierter Hebel. Wollen wir anfangen, einen dieser Hebel zu drücken? Warte, hier war noch eine Ratte oder so. Ja. Ich weiß aber gerade nicht, wo sie hin ist. Ich auch nicht. Ich leider auch nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, hier rennt sie gerade vorbei an den Hebeln. Ratteli Rat. Hä? Da. Dort. Sie sagen, dass Blut die Fäulnis heilt. Aber sie sagen auch, dass Ratten Verlorene sind. Was auch immer das bedeutet. Alright. Gut. Okay, dieser Hebel hier ist schon direkt zur rechten Seite gezogen. Ich weiß nicht, ob das anders aussieht. Ja, schon ein bisschen irgendwie, ne? Kurz. Hier oben. Also ich... Oh, ah! Oh. Zwei umschalten. Den Moment. Bleib mal da stehen. Genau, dann den rechten. Genau, den heben wir mal... In die Mitte. Der bleibt. Und der... Ah, warte, die können ganz so zusammen zeigen. Ah, okay, dann. Ja. Und dann muss der, glaube ich, ein bisschen... Der muss dann, schätze ich mal, müssen wir das hier aktivieren? Ne, nicht die Ratte. Nee, okay, das habe ich nicht richtig benutzt, sagt er. Da geht ein Kampf los. Ein Leitbringer der Lehre. Oh, weia. Okay. Es sind zwei. Er beschwört eine wandernde Leere auf das Schlachtfeld. Irgendwann sind die auch mal mit ihrem Zug fertig. Okay, jetzt ich. So. Okay.
Nur am besten nicht durchlaufen, ne? Oh, och, ja, Mensch, wie assig. Aber gut, dann bewege ich mich mit Madora hierhin. Und dann den Rambock, ne? Genau. Wenn es klappt, wenn ihr der Boden dafür nicht zu uneben ist. Ist das bescheuert, dass sie das Ding einfach umwerfen kann? Okay, man kann es nicht machen, aber zuerst mal schreit sie so ein bisschen. Und ja, ich nehme mal an, das war's dann auch für ihn. Ich bin gespannt, ob der wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte bringt. Wird hier auch mal ein bisschen gekämpft, Mensch. Okay, hat sau wenig Erdwiderstand. Ja, hab ich irgendwas? Einfach so ein Erdbebenpfeil oder sowas. Nee, Arsch, halt den Niederschlag verschmal nicht. Ich glaube, ich habe nichts für Erdbeben. Gibt es keine oder hast du bis jetzt noch keine erschaffen können? Ich weiß nicht, ob es keine gibt. Ah, mach einfach dieses Sperrfeuer auf ihn oder sowas, oder? Ja, aber Sperrfeuer bringt doch nur was, wenn mehrere Gegner... Aber also, du feuerst ja trotzdem mehrere Pfeile, von denen jeder Schaden verursacht. Oder? Okay. Eigentlich gehen die durch, aber... Mehrere Pfeile. Alter, da hält der Sound nicht mehr mit. Genau, also jetzt muss der Hebel, der eine, wieder zurück. Ja, der muss auf jeden Fall ein bisschen mehr in die Mitte. Ja. Jetzt. Das sollte es sein, ne? Warte mal ganz kurz, schauen. Ich muss erstmal kurz mich mal ein bisschen heilen, oder? Ja, war ich nicht gerade... Hat der überhaupt gerade Erfahrungspunkte gegeben? Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Wenn, dann war es echt nicht viel, ne? Brauchen halt aber auch gar nicht mehr viel, ey. 29.000. Okay, ich leg den Hebel mal um. Was hat er gemacht hier? Was, wo? Nee. Nee, ne? Gar nichts. Okay, das ist assig. Ich glaube, da ist eine Tür aufgegangen. Hier lang, glaube ich, oder? Aber nicht diese hier. Aber ich dachte, das wäre die, die aufgeht. Das könnte natürlich auch sein, weil die ist immer noch... Nee, die geht jetzt auf. Ob man die nicht wirklich hätte einfach aufknacken können? Vielleicht okay. Hätte dann dahinter etwas auf uns gewartet. Das könnte natürlich sein. Wenn wir lieber zusammenbleiben? Ja, ja, okay. Sorry. Alles gut. Ich dachte gerade nur, wie man das findet. Ah, okay, hier eine Truhe. Alter, hier ist nur Schrott in diesen Truhen. Was soll denn das? Okay, hier geht's auch nicht weiter, auch wenn die Karte was anderes sagt wieder mal. Ja. Ist aber auch interessant, was diese Makellosen alles für Möglichkeiten hat, auf die Beine zu stellen. Oh ja, hier ist es dann wohl... Schrocken. Ja, ich glaube, hier haben wir die Dingens von Sky, die Fäulnis. Hier unten sind ganz viele Betten und auch wieder ein paar Ratten. Eine habe ich zumindest gerade schon gesehen. Okay, hier liegen einfach sehr viele Kissen. Hier ist ein Buch der Makellosen Level 2, genau, Stufe 2, Kapitel 2, glaube ich. Warte. Ich habe gehört, dass Sternsteine vom Himmel gefallen sind, aber die Makellosen haben wohl kaum das Göttliche im Sinn, wenn sie uns über den Stein bluten lassen. Ausbluten lassen. Da saht aber eine Ratte sehr gefasst, die bereits Bescheid weiß, was hier los ist. Okay, diese Tür ist auch verschlossen. Also es muss hier auch eventuell irgendein Rätsel geben... Mensch! Ey! Das ist unmöglich nervig, wenn Charaktere einem Weg stehen, ey. Ach. Irgendwo muss doch hier jetzt jemand sein, der aufgibt, was das Rätsel ist. Hier ist eine Statue. Vielleicht machst du das? Nein? Okay. Aber hier kann man auf jeden Fall weiter hoch. Und hier sind noch mehr Ratten. Da wird schnell gespeichert. Oh ja. Dann kommen sie besser zu mir. Lass uns einmal rechts rum. Da ist noch eine Truhe in der Ecke auf jeden Fall. Hallo. Los, wie der ganze Rest also. Blutet die Henne aus und erstellt euren kostbaren Blutschein. Ihr werdet eure verdiente Strafe erhalten.
Ach, guck mal, hier ist jemand. Es ist Leuk, der uns überhaupt erst diese Aufgabe gestellt hat. Ja. Oh, und hier ist ein stabiler Sarong immerhin, der lila ist und deswegen vielleicht ja doch ein bisschen was wert ist. Da liegt ein Buch. Das Buch der Makellosen 3. Ja. Das wollte ich auch gerade aufheben. Alright, dann quatsche ich Leuk mal an. Ja. Wirklich gut gemacht. Ihr habt es weit gebracht. Ihr habt den Fluch der Göttin erfahren und sollt nun ihren Segen fühlen. Tötet dieses Huhn und lasst die rubinrote Essenz auf den Altar tropfen, damit ihr Segen euer Sichtum heilt. Aber das kann nicht sein. Was ist das für ein heidnisches Hexenwerk? Die Fäulnis hat euer Fleisch verlassen, obwohl ihr noch nicht an den Blutopferungen teilgenommen habt. Weiter. Macht einfach weiter mit der Opferung. Tötet das Huhn, sammelt sein Blut und überlasst es dem Sternstein. In der Zwischenzeit bin gleich zurück. Oh, er wird ganz bestimmt nicht irgendwen holen oder so. Willst du das Huhn erstmal anquatschen? Ja. Okay. Stolzer und gesunder Mensch, ihr seid nicht krank, ihr seid nicht vergiftet. Ich flehe euch an, tötet dieses einfache Huhn nicht. Lasst mich am Leben und ich lege euch jeden Morgen ein frisches Ei. Mein Spiegelei schmeckt am besten. Ah ja, okay. Da, der Feind der Göttin ist noch immer in ihren heiligen Kammern. Seht ihr, was dieser Ständer angerichtet hat? Ein Sternstein zerstört. Huch, ist der Stuhl wieder, ey. Der Segen der Göttin zerstört. Ich würde gerne mit dir handeln. Was hast du so? Du hast ein... Das ist so scheuer. Guck dir mal, ich kann auch übrigens mit dem Huhn, kann ich quasi entscheiden, was ich damit mache. Ja, ich würde gerade sagen, erst recht jetzt. Ich würde es nicht abschlachten. Wenn er sowieso schon da ist. Ja, ne? Ich will ihm noch kurz hier ein bisschen Zeug verkaufen, weil das Gold lässt er ja eh nicht fallen, das kennen wir ja. Er hat auch gar kein Gold. Oh, er hat gar kein Gold. Was ist er denn für Lappen? Ayo, ich würde jetzt sagen, ich töte das Huhn nicht. Ja, töte das Huhn nicht. Bei den heiligen Hühnern, wie ich euch danke, Freund des Federviehs. Zahllose Hühner wären ohne euch zu Waisen geworden. Sei gepriesen. Ja, geil. Vergieß das Blut dieser ungläubigen Person. Oh. Möge die verlorene Seele die Göttin um Gnade bitten. Aber wo ist er? Ich kann sagen, wo steht er denn bitte? Da. Ach, dort. Ich wollte gerade sagen, willst du dich vielleicht etwas weiter wegstellen? Ja, andersrum wäre es geil gewesen, wenn er dich angequatscht hätte. Ja. Weil dann hätte ich mich direkt mit Madora vor ihn stellen können. Hätte sagen können, yo, fuck you, Digga. Okay, ich fange an. Nee, fange ich nicht. Er fängt an. Nee, er fängt an. Warum ist... Ah, ich bin noch gar nicht mit dem Kampf. Ach so. Hä? Er hat mich noch nicht anvisiert. Und jetzt bist du trotzdem vor mir dran. Was ist denn jetzt los? Der drängelt sich einfach vor. Als Letzte den Kampf anschließen. Also. Ey, er kann aber auch sau viel Zeug machen, ne? Ja. Gut. Und er bleibt schlauerweise direkt davor stehen. Das ist natürlich auch saugut. Seht ihr, Leute, sogar auch hier wieder ein bisschen gekämpft. Wenn ich ihn nur anvisiere. Wenn so könnten alle getroffen werden, ja. Ne? Kann es? Oh, das arme Huhn. Das Huhn wird aber nicht getroffen, oder? Nö. Gut. Aber es hat nicht so schön funktioniert, wie es sollte. Nee, es hat leider auch gar nicht so viel Schaden verursacht, ne? Dann... Ja, der gute Splitterpfeil natürlich. Ist okay. War irgendwie ein bisschen enttäuschend gerade. Kann ich den Sturmbock machen und direkt ihn von Jahan wegwerfen? Ja, ich kann. Batz! Verziehe ich! Vielleicht hätte ich mal gucken sollen, was sie so können, ne? Ja, mein Gott. In der nächsten Runde. Ja, schade, Madora kann sich nicht so schnell hier rausholen. Kannst du vielleicht nur auf Stufe nur 2 Punkte ausgeben dafür? Ist das möglich? Und kann dann vielleicht auch durchrammen. Ja, ja. No! Die sind außerhalb der Reichweite. Aber du kannst ja noch ein bisschen laufen. Ja, stimmt. Wie viel brauche ich denn für Sturmbock? Brauche ich 4. Okay, das heißt, ich hätte noch 3 frei zum Benutzen. Lass uns mal nur 2 nehmen. Alter, Madora kann sich auch verteufelt weit bewegen, ey. Das müsste eigentlich ausreichen, ja. Glaube ich. Oh ja. Ja. Oh! Nice Stein! Und der andere liegt nur am Boden. Der ist noch am Leben. Wohlgemerkt. Okay, Jahan greift, glaube ich, aber lieber jemanden hinten an. Ja, einen von den Magiern auf jeden Fall, ne? Bevor der uns alle irgendwie einfriert oder so. Ah, oh, wunderbar.
Genau, aber jetzt kann er nicht. Kann er doch diese Schockberührung auf den hier am Boden machen? Vielleicht wird er nicht direkt sterben und deswegen eine Blutpfütze auslösen. Ja, wunderbar. Ja, das war klar. Wow, er hat einfach gerade den Typen am Boden auch mitgetötet. Ja. Das ist jetzt nicht gerade sehr krass dafür, so ein bisschen Schaden zu verursachen. Ja, er ist halt immer noch zweimal betäubt, sollte er noch sein, ne? Hoffentlich. Alter, was der alles machen darf! Genau, er ist immer noch betäubt. Soll ich ihm den Rest geben? Wenn du kannst. Oder soll ich zu ihm rüber und, keine Ahnung. Nee, oder? Nee, ich mach ihn hier also kaputt. Also das Ding ist, ich bin eingefroren, ich kann die nächste Runde nichts tun. Okay, dann würde ich sagen, hau ich ihm so einen Schlag auf den Kopf? Ja. Wow, er hat's gerade so überlebt. Ja, das ist ziemlich rotzfrech, ey. Pack. Ja, jetzt machst du den Crit. Jetzt machst du den. Easy. Genau, der ist ja nicht mehr im Leben. Genau. Na. So, da ist der auch tot. No! Es reicht leider gerade so nicht aus. Ich nehme an, das ist. Das reicht nicht, nee. Dann gehe ich einfach nah an ihn ran und belästige ihn. Den einen Punkt, ey. Das ist ärgerlich. Eine Sache müsst. Kannst du dich vielleicht teleportieren? Alter, warum kostet das alles so viel? Nee, nein. Ach so. Du wählst Regeneration aus. Ups. Du willst ihn nicht regenerieren. Nee. Nee, die Regeneration braucht aus irgendeinem Grund 7 Punkte. Ich verstehe das gar nicht. Jahan ist ein todeskrasser Zauberer. Ja, das Ding ist, ich habe ihm jetzt wieder 2 Stäbe gegeben. Anstelle nur von einem. Ich glaube, das muss ich ändern. Ja, ach so, okay. Weil er kann ja, nämlich nicht mit einem angreifen, wenn er 2 in der Hand hat. Das wusste ich nicht. Okay, ich bin überrascht. Er durfte Madora nur 2-mal angreifen, hat es einmal sogar nicht geschafft. Stufenaufstieg! Bam! Okay, ganz viele Schlüssel. Und Alter. Oh, eigentlich ist das Eis hier schon geschmolzen. Übelst was. Ey, die hatten hier gar nichts dabei, ey. Da haben wir extra diese Kackprüfungen gemacht, ey. Ist ja frech. Aber, werte Freya. Ja. Wir wenden uns hier bereits dem Ende dieser Episode zu. Oh. Die Zeit läuft uns davon. Wow. Was getan ist, ist getan. Ja. Und was jetzt ist, wird nie mehr. Ja, okay. Es ist, ich weiß nicht, wie der Song heißt. Du musst uns verabschieden heute. Wir sind bei Folge 74, oder? Ja, Folge 74. Du bist Keine Ahnung, ich hab den Überblick verloren. Es ist einfach so viel. Oh ja. Aber wir haben mal was geschafft. Wir sind vorangekommen. Und wir haben Stufenaufstieg. Ey, ich meine, voll cool. Ich speichere das erstmal direkt. Super. Bevor es wieder verloren geht. Ja. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr könnt ja mal in die Kommentare was schreiben, was Nettes, was uns motiviert, um weiter bei Divinity dabei zu sein. Und dran zu bleiben. Oh ja. Sowas wie, es wird noch schlimmer, Leute. Oder ihr habt noch nicht, aller Anfang ist scheiße, das Ende ist noch scheißer. Ein Glück habt ihr den Prolog bald durch. Dann die Story vom richtigen Spiel wird echt interessant werden, keine Angst. Irgendwas, was uns vielleicht ein bisschen aufmuntert, das noch weiter zu spielen. Oh ja, all sowas. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal am nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.